Ja, hallo. Heute am Tag nach der längsten Nacht dieses Jahres möchte ich euch ein Märchen erzählen, das vom Wind erzählt, Sturmwind. Wir haben seit gestern Abend Sturm hier, immer wieder braust es durch die Lüfte. Und die Geschichte passt vielleicht auch sonst ganz gut in die Zeit. Es ist ein Märchen aus dem alten Israel, aus der Zeit von König Salomo. König Salomo, dessen Weisheit in vielen Geschichten, ja, von dessen Weisheit in vielen Geschichten erzählt wird. Sowohl bei Juden wie bei Christen wie bei Muslimen ist er sehr angesehen. Nun, diese Geschichte beginnt aber nicht mit König Salomo, sondern in einem kleinen Dorf am Ufer des Meeres. Bimei HaMelech Shlomo, das heißt so viel wie in den Tagen des Königs Shlomo, Salomo. Da lebte in einem kleinen Dorf am Ufer des Mittelmeeres eine arme Witwe und ihr Name war Shunammit. Shunammit. Und wovon lebte die Witwe Shunammit? Nun, sie lebte davon, die Netze der Fischer zu flicken. Ja, die Fischer brachten ihr die Netze, die beim Fang zerrissen wurden, und sie flickte sie und dafür bekam sie Fische und sie konnte Fische essen oder Fische eintauschen gegen Mehl, gegen Milch, was sie so brauchte. Naja, davon konnte sie so einigermaßen leben. Schwierig war es nur im Herbst und Winter, wenn es stürmte. Wenn es stürmte, konnte kein Schiff hinausfahren aufs Meer. In dieser Zeit gab es keine Arbeit für die Witwe Shunammit und für diese Zeit musste sie vorsorgen. Aber dann kam ein Jahr, was soll ich euch sagen, ein Jahr, da stürmte es nicht nur tagelang, sondern wochenlang. Wochenlang wagte kein Fischer sich hinaus aufs Meer. Es gab keine Arbeit für die Witwe Shunammit. Und schließlich kam der Tag, wo sie in ihrem ganzen kleinen Haus nicht das kleinste Körnchen Mehl finden konnte. Es war alles leer, alles weg, nichts mehr da, gar nichts. Und nun müsst ihr wissen, die Witwe Shunammit war eine sehr gläubige Frau. Und sie war überzeugt, dass Gott, der Gott Israels, die Witwen und die Waisen beschützt. Und sie wusste auch, dass es ein Gebot gibt von Tzedakah. Tzedakah heißt Gerechtigkeit. Und das bedeutet, dass die, die viel haben, denen, die wenig haben, etwas abgeben müssen. Keine milde Gabe oder Almosen, nein, es ist eine Verpflichtung. Wir sind aufgerufen, die Ungerechtigkeit, die auf der Welt besteht, auszugleichen, so gut wir können. Und so begab sich die Witwe Shunammit zum reichsten Mann des Dorfes und bat ihn um Hilfe. Der reichste Mann des Dorfes, der saß in einem prächtigen Haus, in einem Zimmer, das war größer als die ganze Hütte, in der die Witwe Shunammit lebte. Und er saß da auf einem prächtig geschnitzten Stuhl und hörte ihr zu. Und dann sprach er: Warte, bevor ich dir etwas gebe, muss ich dir etwas sagen. Siehst du, ich hatte vor kurzer Zeit die Ehre, die Freude, nach Jerusalem zu reisen, nach Jerusalem, und dort unseren weisen König Salomo zu besuchen. Und nicht nur das, ich durfte an seinem Tisch sitzen und von seiner Weisheit vernehmen. Und König Salomo sagte unter anderem: Wenn du einem Menschen hier in dieser Welt, in diesem Leben etwas gibst, dann nimmst du ihm oder ihr gleichzeitig
damit ein Stück von Olam Haba, von der kommenden Welt, von der Ewigkeit. Ich will dir nichts wegnehmen. Ich verstehe, du willst mir nichts geben, dann leih mir etwas. Leih mir einen Sack mit Mehl und wenn ich wieder Arbeit habe, gebe ich es dir zurück. Warte, warte, erklärte der reiche Mann. Auch dazu hat König Salomo etwas gesagt in seiner Weisheit. Er hat gesagt, wenn du einem Menschen etwas borgst, dann machst du ihn dir zum Sklaven. Ich möchte nicht, dass du meine Sklavin wirst. Ich verstehe, du willst mir nichts geben, du willst mir nichts leihen, aber ich habe Hunger, ich habe nichts mehr zu essen und ich weiß, dass Gott, der Gott Israels, die Witwen und die Waisen beschützt und ich weiß, dass es eine Mitzwa, ein Gebot gibt von Tzedakah und du musst mir helfen. Reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. Es gibt auch herrenloses Gut, davon kannst du dir nehmen. Ja, ja, herrenloses Gut, schön und gut, das waren die Ecken der Felder, die nicht abgeerntet wurden, aber was da stand, das ist doch längst verrottet. Reg dich nicht auf, es gibt noch anderes herrenloses Gut. Schau, als ich zu König Salomo gefahren bin, bin ich ja nicht mit leeren Händen hingefahren, natürlich nicht. Ich habe mein Geschenk mitgebracht. Säcke voller Mehl, feinstes Mehl. Und du weißt ja, dass durch so einen Sack einiges an Mehlstaub durchdringt und dann auf dem Boden liegen bleibt und oben auf dem Speicher, wo die Säcke lagerten, da ist der Boden mit Mehlstaub bedeckt. Das ist herrenloses Gut, ich werde das nicht mehr verwenden. Davon kannst du dir nehmen, so viel du möchtest. Danke, hättest du mir gleich sagen können. Und die Witwe Schunamit stieg hinauf auf den Dachboden und tatsächlich der Boden des Speichers war mit Mehlstaub bedeckt und sie kratzte ihn zusammen und bekam ein ansehnliches Häufchen Mehl, das trug sie in einem Tuch heim und dann heizte sie den Ofen, genau, und sie formte mit Wasser und dem Mehl und Salz einen Teig, den sie knetete und dann formte sie drei schöne Brötchen. Und der Ofen war heiß genug, sie tat die Brötchen in den Ofen. Draußen stürmte es, der Wind heulte, peitschte den Regen gegen die Tür und die Wände der Hütte. Aber drin war es schön warm und schon bald zog ein wunderbarer Duft durch die kleine Hütte. Und dann waren die Brötchen fertig. Oh, wie fein sahen sie aus. Oh. Und nun, sie müssten natürlich noch abkühlen. So heiß konnte man sie nicht essen. Also die Witwe Schunamit legte sie hin zum Abkühlen und endlich war es soweit. Sie nahm das erste Brötchen in die Hand und wollte es gerade zum Mund führen. Da klopfte es an der Tür. Nun, sie legte das Brötchen weg, sie öffnete. Draußen stand ein Mann. Erbärmlich sah er aus, aus vielen Wunden blutend, alle Kleider zerrissen. Und er flehte sie an. Bitte, bei dir duftet es so gut, ich bin am Verhungern. Unser Dorf ist von Räubern überfallen worden. Ich bin der Einzige, der sich retten konnte. Bitte, hilf mir. Nun ja, drei Brötchen hatte die Witwe schon damit. Eines gab sie ihm und er bedankte sich und verschwand. Sie schloss die Tür wieder, draußen heulte der Wind. Sie nahm das zweite Brötchen, aber sie hatte es noch gar nicht bis zum Mund geführt, da klopfte es schon wieder an der Tür. Sie legte das Brötchen weg, sie öffnete. Draußen stand jetzt ein Mann, der war kohlrabenschwarz, voll mit Ruß, von oben bis unten mit Ruß bedeckt. Und auch er flehte sie an, ich bitte dich, hilf mir, gib mir etwas zu essen. Unser Dorf ist abgebrannt, ich bin der Einzige, der sich retten konnte und es duftet so gut bei dir, bitte. Zwei Brötchen hatte sie noch, eines gab sie dem armen Mann, der bedankte sich und verschwand in der Nacht. Sie schloss die Tür wieder und nahm das letzte Brötchen, das ihr blieb, und sie führte es zum Mund und wollte gerade hineinbeißen. Da gab es draußen einen so heftigen Sturmwind, eine so heftige Böe, die riss die Tür der kleinen Hütte auf und fegte durch die kleine Hütte.
Brausend riss der Witwe Schunamit das letzte Brötchen aus der Hand und trug es hinaus in die Nacht. Und jetzt, sage ich euch, jetzt wurde die Witwe Schunamit richtig zornig, weil das arme Menschen kamen und sie um Hilfe baten. Das war in Ordnung. Das war der Lauf der Welt und solange sie konnte, würde sie helfen. Aber dass der Wind, ein Diener des Allmächtigen, ihr, einer armen Witwe, das letzte Brötchen entriss, wo doch der Allmächtige die Witwen und die Waisen beschützte, das war nicht in Ordnung. Nein, das war nicht in Ordnung. Da hatte der Wind etwas falsch verstanden. Und sie war außer sich vor Zorn. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und am Morgen, da fasste sie einen Entschluss. Ich gehe zu König Salomo. Ich werde den Wind anklagen. Ich führe einen Prozess gegen den Wind. Und im Morgengrauen machte sie sich auf den Weg. Es war gut, dass sie so zornig war. Denn sonst hätte sie den weiten Weg von der Küste bis ins Bergland, bis nach Jerusalem, gar nicht geschafft. 2 Tage war sie unterwegs. Am Abend des 2. Tages kam sie an. Sie wurde vorgelassen vor den Thron des Königs. Sie verneigte sich und erzählte ihre Geschichte. Ich klage den Wind an. Er hat mir mein letztes Brötchen entrissen. Gut, sprach König Salomo, wir werden deine Sache verhandeln im Bet-Din, im Gericht, aber das Gericht tagt nur bei Tageslicht, im Licht der Sonne, sprechen wir recht. Nicht jetzt, wo es dunkel ist. Morgen werden wir deinen Fall verhandeln, ich werde dann das Urteil sprechen, wenn dein Fall verhandelt ist, aber jetzt sehe ich, du bist müde, du bist hungrig, du hattest einen weiten Weg. Setz dich. Und er rief seine Diener und befahl ihnen, der Witwe Schunamit eine Schüssel mit Wasser zu bringen, sodass sie sich waschen konnte. Sie war ganz staubig vom Weg und sie brachten ihr einen Tisch mit Essen, feinem Essen und gutem Wein und sie konnte sich stärken und sich sättigen, wie schon lange nicht mehr. Und während sie da in einem Eck des Thronsaals saß und aß, trank, da wurden neue Besucher gemeldet. Kaufleute, Fremde. Und sie brachten eine große Truhe, die stellten sie vor den Thron des Königs hin und der Älteste der Kaufleute, der öffnete die Truhe. Sie alle verneigten sich natürlich vor dem König und der Älteste öffnete die Truhe und darin war ein Schatz, Gold und Edelsteine. Und der Älteste der Kaufleute sprach, ein Geschenk für das Haus des Gottes Israels. Das ist sehr großzügig, sprach König Salomo. Was veranlasst euch, uns dieses Geschenk zu bringen? Ihr seid nicht von unserem Volk, weshalb kommt ihr? Seht, sprach der Älteste der Kaufleute, das ist eine eigentümliche Geschichte. Vor ein paar Tagen waren wir auf dem Meer. Es stürmte entsetzlich. Alle Segel zerrissen. Die Masten brachen. Wir versuchten zu rudern, aber der Sturm war zu mächtig. Und dann schlug unser Schiff leck. Wir versuchten, das eindringende Wasser abzuschöpfen, aber es gelang nicht. Wir versuchten, das Leck zu stopfen, aber es gelang nicht. Es immer mehr Wasser drang ein und wir hatten diesen Schatz mit an Bord. Wir wähnten uns alle verloren und wir begannen zu beten. Wir beteten zu allen Göttern, von denen wir je gehört hatten. Wir beteten zu den Göttern von Griechenland und von Ägypten, von Phönizien, von Persien, von Indien, von Rom. Es half nicht. Immer mehr Wasser drang ein. Und da erinnerten wir uns, es gibt auch einen Gott in Israel. Und wir beteten zu ihm, du, wenn du uns befreist aus dieser schrecklichen Notlage, wenn wir das überleben, dann wollen wir den Schatz, den wir an Bord haben, deinem Haus als Geschenk bringen.
Und in dem Augenblick, genau in dem Augenblick, kam etwas durch die Luft geflogen. Genau gegen das Loch auf die Schiffswand. Ne? Verstopfte das Loch. Wir konnten das Wasser abschöpfen und dann beruhigte sich der Sturm und wir konnten uns in Sicherheit bringen an Land. Und nun sind wir gekommen, um unser Versprechen zu halten, zu erfüllen. Und hier ist das Geschenk für das Haus des Gottes Israels. Eine sehr besondere Geschichte, meinte König Salomo. Habt ihr zufällig dieses Etwas, das da gegen die Schiffswand geflogen kam, habt ihr das zufällig mitgebracht? Ja, sagte der Älteste der Kaufleute, kramte in seiner Tasche und holte ein breiiges Etwas hervor. König Salomo rief die Witwe Schunammit. Kennst du das? Es sieht aus wie mein Brötchen, aber es hat gelitten. Ja, es hat gelitten, aber es hat all diesen Menschen das Leben gerettet. Und es hat dem Tempel, dem Heiligtum, diesen Schatz gebracht. Ich muss nicht bis morgen warten, um deinen Fall zu entscheiden. Die Sache ist klar. Die Hälfte dieses Schatzes für dein Brötchen, die andere Hälfte für das Heiligtum, den Tempel. Und so kehrte die Witwe Schunammit am nächsten Tag in ihr Dorf zurück. Nicht mehr zu Fuß. Nein, nein, sie war jetzt selber die reichste Frau des Dorfes. Sie hatte sich eine Kutsche gekauft und Pferde und Diener eingestellt und fuhr nun in der Kutsche zurück. Sie war, wie gesagt, die reichste Frau des Dorfes, aber das war ihr gar nicht so wichtig. Es war ja viel wichtiger zu erkennen und es erfüllte sie mit tiefster Zufriedenheit zu sehen, dass auch der Wind ein Diener des Allmächtigen ist. Ja, eine sehr besondere Geschichte, die ich vor bald 30 Jahren von Burkhard Wenger aus Basel gehört habe. Und er hat sie ganz wunderbar erzählt und mir auch das Buch genannt von Yitzhak Leib-Peretz, einem jüdischen Schriftsteller aus Osteuropa, der im 19. Jahrhundert gelebt und geschrieben hat. Vor allem auf Jiddisch hat er geschrieben. Und das Buch heißt wie die Geschichte der Prozess mit dem Wind. Es ist dort ein bisschen anders erzählt, aber im Wesentlichen ist es die Geschichte. Ich habe dann meine Erzählfassung gefunden, so wie das bei allen Geschichten ist, die ich erzähle. Ja, ich hoffe, sie hat euch Freude gemacht. Ich wünsche euch jetzt so viel Freude, wie es geht in diesen Tagen, mit allem, was möglich ist und trotz allem, was nicht möglich ist. Aber es ist gut, auf das zu schauen, was möglich ist. Und ich sage euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.